Hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich möchte heute wieder ein Abschminken-Video mit euch drehen. Ich habe neue Abschminktücher gefunden bei DM und zwar diese Balea Abschminktücher und ich möchte unbedingt mit euch testen, wie sie mir gefallen werden. Entschuldigt bitte im Vornherein, ich bin ein bisschen erkältet, ich habe Schnupfen und Husten und insofern könnte ich ein bisschen nasal klingen, aber egal. Ich habe heute nämlich etwas mit euch vor, welches ich richtig spannend finde, diese Abschminktücher einmal mit euch zu testen. Und zwar sind die ohne Alkohol und heißen Balea DM hautrein pflegende Reinigungstücher mit Salicylsäure, wirksam gegen Pickel, Mitesser, reinigen Poren tief und pflegen sanft für ein angenehmes Hautgefühl. Und zwar ist das für unreine Haut gedacht und die würde ich jetzt gerne einmal mit euch austesten. Die sind neu in dem Regal aufzufinden und haben mich sofort angesprochen, weil, weiß nicht, diese babyblaue Farbe mit so ein bisschen Rosé dran und als ich dann noch gelesen habe, dass sie gegen Pickel und unreine Haut ist und mit Salicylsäure bestückt ist, dachte ich mir, das könnte auf jeden Fall was für uns sein. Ich habe zwar keine unreine Haut, aber ich finde, ich mag es sehr gerne, wenn ich so ein schönes, sauberes, abgereinigtes Gesicht habe und nicht nochmal hinterherwischen muss. Deswegen habe ich die große Hoffnung, dass mir das gut gefallen wird und dass ich dann ein sauberes, so ein quietschiges Gefühl auf meiner Haut habe. Das werde ich auf jeden Fall mit euch einmal austesten. Die Tücher sehen folgendermaßen aus, ganz ähnlich wie die meiner Lieblingsmarke Isana. Allerdings kann man diese doch, wenn man die nicht so ruhig kann, ich sie sogar auseinanderziehen. Es ist ein bisschen nicht ganz so feucht, wie ich sie gerne habe. Sie sind schon relativ trocken. Ne? Sie sind zwar feucht, aber doch nicht so, wie ich sie gerne hätte. Also ich mag sehr gern, wenn sie wirklich sehr, sehr feucht sind. Das ist nicht der Fall, aber sie riechen auf jeden Fall sehr gut. Sie riechen nach, ja, so ein bisschen wie so ein Männerduft, so ein bisschen herb und intensiv, ja. Es ist bestimmt ein Duftstoff mit drin, stört mich aber nicht weiter. Im Gegenteil, ich finde es immer sehr angenehm, wenn das nicht so nach Tuch und nach Papier riecht, die Abreinigungstücher, sondern ein bisschen Duft darf bei mir gerne drin sein. Also ich reagiere da ja auch nicht drauf und insofern darf es bei mir auch duften. Genau, ich muss aber jetzt mal gucken, ob meine Nase auch in der Kamera nicht mehr ganz so furchtbar aussieht und vor allen Dingen auch meine Wimperntusche abgereinigt wird. Im Moment alles ein bisschen verschmiert, sehe ich hier gerade in meinem Spiegel, aber das kriegen wir bestimmt hin. Ich hole ihn mir mal hier ran. Ja. Bekommt sie ab. Einen leichten Schmierrand habe ich hier unten noch, aber ich denke, dass wir das gut abgereinigt bekommen. Im Großen und Ganzen finde ich das ganz schön. Ähnlich, wie gesagt, wie die Abreinigungstücher von Isana haben die Tücher eine grobere Haut, haben die eine grobere Struktur, was ich immer wirklich angenehm finde. Aber sie ist nicht ganz so grob wie die von Isana. Es ist weich und ich habe gar nicht das Gefühl, dass irgendwie etwas, ja, dass da so ein Widerstand auf meiner Haut ist, und um das mit runterzuholen, das Make-up, sondern es ist eigentlich ganz babyweich, so als hätte ich ein Babyfeuchttuch in der Hand. Also diese grobe Struktur, die man hier sieht, ist kaum zu spüren. Ja, ein bisschen hat man das Gefühl, dass da was mit abgenommen wird. Aber das finde ich bei Isana noch ein bisschen angenehmer, dass wenn ich so rüberwische bei denen, dass man da so einen richtigen Widerstand hat. Das ist hier nicht. Das ist wie gesagt ein glattes Tuch, auch wenn es eine grobere Struktur hat. Riecht auch, wie gesagt, sehr gut. So ein bisschen nach einem herben Männerparfüm, so ein bisschen wie Fahr für Männer, so ungefähr. Ich habe aber auf jeden Fall das Gefühl, mein Make-up gut runterzubekommen. Und langsam brennt es so ein ganz klein wenig. Nicht doll, aber es kribbelt so ein bisschen. Ich habe aber auf jeden Fall meine Mascara abbekommen. Ich habe meinen Augenbrauenwachsstift abbekommen. Und insofern hat er alles gemacht, was er sollte. Ja, ich habe auch keine Rückstände mehr auf den Augen und deswegen kann ich hier nur ein positives Ergebnis zugute halten. Das ist der ganze Rest von meinem Gesicht. Hier kann man, glaube ich, ganz gut sehen, dass da auch nichts mehr drauf ist. Es ist alles schön abgereinigt und hat gemacht, was es soll.
Natürlich werde ich jetzt gleich nochmal ein zweites Tuch nehmen. Dann gucken wir mal, wie das, was wir da noch runterbekommen. Ob da noch was drüber drauf geblieben ist. Holen wir uns noch mal ein frisches, bitte ein bisschen unpraktisch, finde ich hier, dass man da immer zwei Tücher mit auf einmal rausholt, wenn man da nicht ganz vorsichtig ist und ein bisschen schnell bei der Sache. So, jetzt gucke ich mal, was wir da noch auf dem Gesicht holen. Das ist ein bisschen feuchter als eben. Genau, das ist ein bisschen feuchter und jetzt fängt es an zu brennen. Ich habe noch ein bisschen was runterbekommen, wie ihr seht. Aber mein Gesicht fängt an zu brennen und zwar auch ganz schön unangenehm. Deswegen brennt ganz schön doll, muss ich sagen. Aber es geht noch. So. Von den Augen bekomme ich aber nichts mehr runter. Das ist alles gut weggegangen, aber ich habe noch eine ganze Menge von Make-up herunterbekommen. Ja, meine Lieben, also grundsätzlich finde ich das sehr schön. Es fühlt sich auch so ein bisschen gepflegt an, so als hätte ich noch so ein bisschen irgendwie so eine kleine Pflege mit drin. Ist es aber nicht. Ich habe auch noch einen Wasserbestand auf meiner Haut durch das zweite Tuch, was wesentlich feuchter war als das erste. Und jetzt, je länger ich das einreibe und einmassiere, desto quietschiger wird es. Merkt man vielleicht auch, ich habe so einen Widerstand, was immer ein gutes Zeichen ist, dass es auch wirklich schön sauber geworden ist. Die Feuchtigkeit ist jetzt komplett eingezogen und ich habe nur noch ein babyweiches Gefühl auf der Haut. Also wirklich sehr, sehr schön und weich und trotzdem ist da noch so ein Widerstand drauf, was sehr gut ein Anzeichen dafür ist, dass es auch sauber geworden ist. Ja, meine Lieben, ein durchaus positives Ergebnis mit diesen Abschminktüchern. Ich glaube auch, dass da Salicylsäure drin ist, weil das wirklich ein bisschen brennt. Also ist aber jetzt schon wieder weg. Aber trotzdem habe ich wirklich ein Gefühl von einer leichten Spannung. Aber trotzdem ist es auch gepflegt. Also ich gucke, jetzt ist es ganz weich. Die Feuchtigkeit ist komplett weg und ich habe so eine leichte Pflege auf dem Gesicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt noch eine Pflege drauf machen muss. Also es ist wirklich so, als wäre da ein bisschen was mit drin. Da gucke ich gleich mal. Also, ja zu reiner Haut. Balea Hautrein ist die Spezialserie für unreine Problemhaut. Balea Hautrein pflegende Reinigungstücher reinigen Poren tief, pflegen sanft, siehst du, und regulieren den Hautglanz. Kein Austrocknen oder Brennen auf der Haut. Doch, Brennen hatte ich, aber kein Austrocknen, auf gar keinen Fall. Stattdessen spürbare Erfrischung. Genau, das ist das richtige Wort. Bei regelmäßiger Anwendung wird die Entstehung von Pickeln wirksam vorgebeugt. Die pH-neutrale Emulsion mit Anti-Akne-Wirkstoff und Pflegeöl bereitet die Haut perfekt auf die anschließende Pflege vor. Siehst du, das merkt man auch, dass da Pflege mit drin ist. Es ist wirklich sehr weich und sehr schön und ich bin auf jeden Fall begeistert von diesen Tüchern. Sie haben tatsächlich eine erfrischende Wirkung und es fühlt sich sehr rein an die Haut. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass da Pickeln keine Chance haben. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch hier mal wieder ein neues Produkt vorstellen können, mit dem ich gut was anfangen kann. Würde mich freuen, wenn euch das Video auch gefallen hat und verabschiede mich. Bis bald. Tschüss.